So ein Speicherpunkt ist doch wie eine Frischzellenkur. Jetzt bin ich gerade mal wieder ich und damit willkommen zurück zu Biped im Solo-Modus. Es gab einen Erdrutsch und ich muss einen Umweg nehmen, das ist wohl die Ansage. Na dann gucken wir doch mal. Und im Übrigen, ich glaube 420 war mein nächstes Ziel an Münzen, um mir vielleicht noch ein Hütchen zu leisten. Aber die Frage ist, werde ich es noch zeigen können? Gibt es Pro-Levels hier? Eigentlich denke ich ja irgendwie schon... Ach guck, jetzt geht das automatisch. Ach herrje, erstmal angucken. Oh. Okay, auf der Seite muss ich dann doch ein bisschen gegenlaufen. Okay. Da muss man dann fleißig Schritte machen. Ah, das geht eigentlich noch. So. Habe ich was verpasst? Wenn ja, dann habe ich es jetzt verpasst. Falls es da einen Stern gab. Oh. Das finde ich ein cooles Feature. Habt ihr vielleicht erkannt, dass der sich immer so ein bisschen ranzieht, ne? Wenn er in der Nähe von was ist. Ach, jetzt muss ich mir den Weg hier herstellen. Moment. Oh, das ist ja ein cooles Rätsel. Jetzt will ich das Dreieck ein bisschen verschieben. Ja, jetzt wieder das Quadrat. Oh, sehr gut. Also passt es doch. Das ist ja easy. Verschieben die sich nochmal oder bleibt das so? Schön. Ach ja doch, also ich muss sagen, der Solo-Modus gefällt mir. Der hat auch einiges zu bieten. Was war da links? Ich habe einen Schatten gesehen da oben an dem Ast. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Da, der bewegt sich, ne? Sieht man? Moment, wenn ich... Ich kann leider nicht rauszoomen oder sowas, aber man kann es auch nicht wirklich sehen. Vielleicht bewegt sich irgendwas im Wind weiter oben. So. Bang, 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 bang. So. Weiter geht's. Und da gibt es Münzen. Das habe ich doch gleich gewittert. Komm her. Ich versuche das nochmal zu zeigen, wie der sich aus der Entfernung schreckt. Da hat man es gesehen, ne? Hat sich so ein bisschen rangesaugt an das Ding. Ha, und da haben wir ja auch schon die 420 Münzen überschritten. Jetzt sehe ich das. Ich müsste dafür aber nochmal irgendwie ins Menü rein. Ah, das kann ich machen, bevor ich jetzt in die letzte Welt... Moment mal. In die letzte Welt gehe. Wo konnte man denn hier schalten? Ach, da. Okay, erstmal... nee, das ist schlecht. Einmal Kreis. Dann einmal Dreieck. Aha. Das ist auch schlecht. Moment. Wo geht denn der Kreis noch hin? Da will ich den Kreis haben. So, jetzt kommt Dreieck. Oh, Dreieck kann ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Die müssen sich nochmal treffen, nämlich genau jetzt. Und jetzt kommt noch das Quadrat dazu. Cooles Rätsel. Nicht wirklich schwer, aber musst ein bisschen überlegen, was du wann wo lang schiebst. Ich habe echt Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Also dafür, dass die Levels ja im Endeffekt größtenteils recycelt sind, obwohl ich mich jetzt an das hier gerade auch nicht erinnern kann. Ist hier was? Nein. Ey, ist was? Da unten ist wieder so ein Skelett, ne? Ja. Ja, wir sind halt in der Wüste von Arizona oder so ähnlich. So, da fahren die Dinger wieder lang. Das ist eigentlich nichts Neues. Ich versuche schon mal ein bisschen vorwärts zu kommen. Oh. Ach, das ist ja fies. Das ist ja jetzt fies. Auf die Wippe rüber. Oh. Da ist ein Stern. Und da sind noch mehr Münzen. Okay. Okay, jetzt muss ich mich erstmal positionieren. Dann kann es, weil... von wegen, dann kann es weitergehen. Oh Gott. Ah, ist alles machbar. Man muss halt ein bisschen mehr strampeln. Da freut sich das Fitbit. Dank, 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 dank. Hier ist ja gar nichts. Gar nichts. Nicht mal hier hinten. Guck, da bin ich wieder. So, jetzt muss man ein bisschen Glück haben, dass man hier richtig rutscht. Oh. Oh, das war alles andere als Glück. Ich will nicht mehr. Nein, ich habe den Speicherpunkt, wie blöd. Okay. Egal, hab genug Münzen. Und auf die... Komme ich da hoch? Ah!
Und auf die 900 Münzen für den teuersten Hut oder noch mehr, 980 oder sowas, werde ich wohl eh nicht mehr kommen. Oh, ja, der rutscht da richtig weg. Also, ich drücke gar nicht so zur Seite, aber wie er sich hier abmüht. Nee, das schafft man nicht. 1000 Fußspuren hinterlassen. Moment, ich komme gleich. Guck nach hier unten. Hier ist wieder Captain Nap unterwegs. Hier entlang. Okay, dann werde ich mal schauen, dass ich... Wow, die Münzen hole. Ah, und wieder Bötchen fahren. Okay. Moment. Ist hier was? Oh, das sieht ja fast so aus, aber ich komme hier nicht weiter. War eine unsichtbare Wand. Guck mal, wie schnell der sein kann, ne? Wenn keine Stromstellen sind. Dann kann der richtig sich bewegen. Okay. Okay, Freunde, ich muss von rechts kommen und euch abholen. Aber ich sehe hier, hört das auch mal auf, ja. Ach, das hätte ich später holen sollen. Ah! Okay, muss den langen Weg rechts rum machen. Jetzt mal hier rum. Oh, und erstmal geschützt bleiben hier unten, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist schon mal einer glücklich. Oh, was? Ich kann doch jetzt hier noch nicht raus. Warum bewegt er sich denn hier so blöd rum? Freunde, das müssen wir noch üben. Ihr müsst hier so ein bisschen... Na, komm. Nein. Ich bleib hier zwischen euch. Warum kriege ich denn den anderen nicht hoch? Komm hoch. So, dann gehen wir jetzt hier rüber. Hey, das geht nicht. Okay, wir machen es in zwei Etappen. Ich gehe nochmal rum. Das hilft nichts. Er bleibt wieder da oben. Okay, dann nehme ich den anderen mehr von hier so. Ja, die Physik ist gerade ein bisschen gegen mich, muss ich mal sagen. Hey! Man umgreifen kann man auch nicht. Okay, ich fürchte, ich muss es anders machen. Ich muss den unteren rausschieben. Oh, jetzt sieht es doch gut aus, ne? Jetzt muss ich hier... Nein! Ist der schwerer oder was ist hier los? Ach, der wird immer zurückgetragen. Jetzt verstehe ich es. Das heißt, ich muss ihn holen. Wenn es gerade nicht ist? Nee, auch nicht. Oder ich mache hier mal voll Karacho. Mal sehen, ob es dann den anderen mitzieht. Weil jetzt ist ja der hier in der Stromschnelle drin. Ja, wir schaffen es. Und hier rüber. Ja, doch. Irgendwie. Alles klar. Und kommt mit. Der eine ist schon drüben. Hab ihn Stern übersehen, hoffentlich nicht. Einer ist drin. Mal sehen, ob es der andere von alleine schafft. Nee, der hat zu viel Schaden am Boot. Den muss ich schieben. Ich schieb ja schon. So. Hopp. Wieder rein. Ach, der macht aber auch nichts von alleine. Hey! Sag nicht, ihr seid falsch rum. Das wäre ja super geil. Wenn ich euch jetzt auch noch drehen muss. Aber ich kann euch nicht drehen. Oder? Einer ist drin. Störte das Seil? Na, endlich. Okay. Ein paar Münzchen geholt. Oh, Challenge Time. Ich kann nicht fahren. Ich muss wirklich laufen. Das ist immer das Problem bei... auf dem Wasser hier bei den Bötchen. Oh, kann das klappen? Das kann klappen. Zu zweit wäre das natürlich easy gewesen, aber selbst alleine machbar, hat man ja gesehen. So. Ja, da kommen aber doch krass die Münzen rein im Solo, muss man echt sagen. Ups. So, jetzt muss ich gucken. Ach so, hier soll ich ja runter. Ach nee. Ach du Schreck. Okay, ich muss einmal rum. Reiche mir bitte einen Fuß. Ja, Hände hat man ja nicht. Oh nein, muss ich die... Oh shit. Muss ich die... da runterbringen und dann hier unten abholen. Oh Gott. Okay, man hat Zeit. Sagen wir mal so. Ich gehe dazwischen. Freunde. Wir müssen das so machen. Das sieht... Hey, läufst du mal andersrum? Irgendwas hat sich hier... verkeilt. So. Wir gehen wieder da runter, ja? Auch wenn ihr es nicht mögt, aber muss sein. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht, Freunde. Ich hänge euch jetzt hier schön rein. Das sind übrigens zwei Cowboys, fällt mir gerade ein. Oder auf. Und dann würde ich mal sagen, hängen die ganz schön durch hier. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Boah. Tick. Was man hier alleine leisten muss, ne? Oh, scheiße. Komm.
Oh, das ist jetzt blöd. Eine Ackerei. Oh, vor allen Dingen hier hoch. Das, warum das auf der anderen Seite so steil ist und hier nicht, ne? Eigentlich merkwürdig. Muss ja im Endeffekt der gleiche Weg sein. So. Kommt hier noch was Fieses? Nein, ich dock euch an und dann hat sich die Geschichte. Kommt du da rein? Ja. Und diesmal ein bisschen bereitwilliger als beim ersten Mal, ja? Okay. Sehr schön. War hier unten was? Nein. Kommt mir auch gerade sehr lang vor, dieses Canyon-Level. Aber warum nicht? Du, 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 du. Danke, 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 danke. Oh, da sind die Münzen. Ich hoffe, ich krieg sie. Ah, 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 jawohl. Und Challenge. Ich gehe mal... Scheiße. Hätte mich anders entscheiden müssen. Hab erst noch überlegt, ob ich mal... ist da unten noch eine? Ja. Ob ich mal gegen den Uhrzeigersinn gehe. Nee, im Uhrzeigersinn. Jetzt gehe ich ja gegen den Uhrzeigersinn. Ah, die Zeit, die Zeit. Boah, das war knapp. Und mal wieder ein Sternchen bekommen. Sehr gut. Kann man sich auch nichts von kaufen, aber da finde ich meine Statistik auch schon nicht schlecht. Es gibt natürlich ein Achievement für alle Sterne. Aber wir haben ja schon im... Ach, hier ist nichts. Im Koop den einen oder anderen verpasst oder uns dann irgendwann auch geweigert bei den Pro-Levels, weil es einfach zu schwer aussah. Das Leuchtfeuer ist direkt vor uns. Dann machen wir das jetzt auch noch. Das hat relativ lang gedauert jetzt. Dafür, dass ich schon mitten im Level drin war beim Start dieser Folge, muss ich mal sagen. Aber jetzt kann ich ein Hütchen kaufen, wenn alles gut geht. So. Leuchtfeuer aktiviert. Es müsste auch eine Errungenschaft geben, wenn alle Leuchtfeuer aktiviert sind, was ich ja wohl noch schaffen werde. Denn es zählt ja inzwischen alles hoch mit dem Solo-Modus. Aber ihr könnt die leider nicht sehen, die Errungenschaft. Deswegen werde ich sie vorlesen. Und wir sind bei 93%. Alle Sterne nicht mal dreimal gestorben, also da irgendwie auch eine Challenge geschafft und die Zeit wieder getoppt. Also verdoppelt. Ich gehe in den Laden rein und was wollte ich mir Schönes kaufen? Den hier, auch wenn er jetzt nicht passt, da 980, das ist brutal, aber den kann ich mir leisten. Die Baumwollmütze kaufen und ausgerüstet ist sie. Jetzt muss ich nur noch als ich erscheinen, aber wenn ich den Charakter wechsle... Kann ich den ja auch ausrüsten. Also die Mütze gibt es auf jeden Fall, würde ich sagen. Und jetzt kommt Sonnenuntergang Grad. Gut. Let's go. Und ich bin wieder Manari. Es ist verrückt. Egal. Hauptsache ich habe ein schönes Mützchen. Oh, nicht passend zum Level, aber süß. Viele Leuchtfeuer da draußen sind jetzt wieder online. Das musst du gewesen sein, mein Zweibeiner. Ja. Vor einiger Zeit ereignete sich hier ein Unfall. Leute sind verschwunden. Wir haben ein Rettungsteam losgeschickt, aber wir haben auch zu ihm den Kontakt verloren. Oh. Wenn du das Team findest, hilf ihm bitte. Hier in der Gegend müssen viele Wartungsarbeiten durchgeführt werden und wir brauchen alle Füße, die wir haben. Wie schön sie immer Hände durch Füße ersetzen in den Sprüchen. So, einmal hier. Oh, drei sogar. Die Münzen sind es eigentlich immer auch nicht so viele. Zwei oder drei. Von 99 auf 102. Drei Münzen, okay. Oh ja, okay, das war doch normalerweise so ein schönes Koop-Ding. Muss ich mir jetzt einfach nur den Weg zurecht drehen, so. Probieren wir mal unser Glück. Ach, guck, das reagiert jetzt nicht mehr auf die Schwerkraft. Na, ist ja easy peasy. Gab es da irgendwas zu sehen? Oder zu holen? Nee, ne? Da war kein Stern oder so. Ich drehe es nochmal rum. Wahrscheinlich drehe ich es da oben auch wieder. Gar nichts. Das hätten sie ja mal noch machen können. Gibt es hier mehrere Wege? Ne, es gibt auch nur den einen. Also so. Ja, gut. Dann, oh, dann hatte ich das schon alles. Oh, und jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier mache. Ob ich den anderen nachhole oder ob ich hier woanders was drehe. Moment. Ach, ich drehe mir die Plattform ran. Okay, das geht ein bisschen... Ah, schwer... Hey, schwerfälliger. Moment. Rast das vielleicht ein? Das wäre ganz nice. Der Controller... Controller. Controller vibriert wie verrückt. Ja, es rastet nicht ein. Also nein, es rastet nicht ein. Gut, machen wir gleich nochmal. War hier noch was? Ja. War mir doch so. Hier gab es noch was zu holen. Ah, hier komme ich nicht rüber.
Hier sehe ich auch nichts. Okay. Gut, da muss man hier schnell sein. Oh, und man muss geduldig sein, weil gerade das Ende, ich drücke jetzt voll durch, geht so richtig schwer und schnell rüber. Ah! Oh, puh. Uiuiuiui. Auch was völlig Neues, gab es so im Koop auch nicht. Und wieder drei Karotten. Ein gesundes Spiel, auf jeden Fall. Da gibt es reichlich Vitamine. Und da oben gibt es eine Challenge. Oh, ich sehe schon, wie schön. Okay, was ist hier noch? Nix. Diese Challenge gab es in anderer Form im Koop, das weiß ich noch. Muss hier einfach wie wild durchlaufen jetzt. Aber ich kann ja fahren. Oh. Oh, ja, ich muss fahren. Scheiße. Okay, ich werde fahren. Moment. Oh, das kann... Das kann ja was werden. Oh, ah. Ja, hahaha, okay. Das Ganze wurde gespeichert. Wäre eigentlich clever gewesen, mal vorher zum Speicherpunkt zu gehen. Bevor ich da krepiere. Aber man wird ja nicht zurückgeworfen. So. Oh, dann drehen wir uns mal hoch. Oh, ich habe ein Vögelchen gehört. Hey, was ist denn da los? Hey, Hilfe, ich kann mich nicht bewegen. Das haben wir gleich. Moment, ich gucke erstmal kurz hier. Da gibt es nämlich ein Sternchen. Geh da durch. Wie er sich durchquetscht. Oder sie. Ja, da wird ordentlich gezappelt da vorne. Kann ich dich greifen? Ah, hier, dieser Windstoß. Uiuiuiuiui. Okay, jetzt ist er da drüben. Muss ich den da befreien? Oh nein, ich stecke fest. Okay. Gut, da muss ich wohl einen anderen Weg gehen. Ah, ich sehe schon. Rutschen und dann schön springen. Oh, wow, so weit oben. Moment mal. Hey. Ein Sturm verwüstet den Ort und mein Schatz ist weg. Bitte finde meinen Schatz. Ich mache erstmal noch was ganz anderes. Geh hier runter. Hallo? Warum bin ich denn so weit geflogen? Zwei Füße darauf? Dann gibt er mir bestimmt einen Stern. Zur Belohnung, dass ich ihn befreit habe. Oder komme ich nur mit ihm hier hoch? Ich muss ihm weiter hochhelfen. Eine astreine Escort-Mission. Wow. Okay. Dann drehe ich mal. Da ist noch einer. Vielleicht muss ich die auch alle sammeln, um wieder genug Füße zusammen zu haben. Klasse, Rettung ist da. Ach, die müssen alle darauf. Alles klar. Aha. Und da gibt es den Stern. Okay, ich hole mir noch einen von links. Von links unten, oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Halt, nein. So wollte ich es machen. Du hast mich gerettet, sagt er. Okay. Okay. Ach, der eine macht wahrscheinlich nicht mit, oder? Ich habe dich auch vermisst, Schatz. Oh, wie süß. Alle mit ihrem Tropenhelmchen. Machen wir uns nützlich. Ach so, die haben mir aufgemacht, damit ich das da jetzt durchsteuern kann. Okay. Nichts leichter als das. Erstmal ein bisschen Vitamine tanken. Und dann geht's los. Dann hole ich mir den Stern. Oh, jetzt habe ich... Das ist übrigens der Part, den ich nicht hatte in der Koop-Kampagne. Also, ne, ich mache jetzt... Das in der Mitte bewegt sich automatisch. Ne, das kann ja was werden. Jetzt weiß ich, wie sensibel das ist. Manari hatte den Spaß. Oh. Ach, ja, da hatte es aber wirklich Spaß. Nein, ich will nochmal. Oh, shit. Ist vorbei. Aber gut, den Stern habe ich. Die paar Münzen sind nicht so wild. Ich kann es gar nicht mehr machen, okay. Gut, aber das ist okay. Sie haben es so designt, dass man auf jeden Fall den Stern kriegt und die Münzen dann halt nicht. Da will ich mich jetzt nicht länger dran aufhalten. Und go. Wo sind die Münzen? Die Münzen sind genau mittig. Da kann nichts passieren. Okay.
Ach, das kennen wir doch auch noch. Was mache ich denn jetzt hier? Ah, ich drehe es ganz zur Seite und dann muss ich da selber vom Timing her... Oh, wow. Oh. So hoch. Sehr schön. Zum Glück auf Anhieb. Was drehe ich jetzt? Drehe ich das? Ach ja, okay, alles klar. Ich sehe es ja schon. Ich drehe die Wand runter und dann jump ich da schön rüber. Ah, das ist schon nice. Man erkennt die Levels wieder, aber sie sind leicht umdesignt. Das haben wir ja inzwischen schon rausgefunden. Doing! Ach ja. Hier sind noch welche. Okay, was? Da wäre der Stern gewesen. Nein, nein. Komme ich da nochmal runter? Ah. Scheiße. Wenn man sich nicht richtig umschaut. Ah. Oh. Nicht mit mir. So, siehst du mal. Achso, Moment. Ich nehme die Abkürzung. Oder werde ich jetzt unten gespawnt? Ah. Okay. Sieht auch als wenn sie so kleine Ärmchen hätte mit den mit diesen Ohrenlaschen da bei der Mütze. Es gibt halt keinen Endpunkt hier, ne? Man kann jetzt beliebig weiterdrehen. Es wird zwar immer schwerer. Ja, toll. Fantastisch. Wie ärgerlich. Hä? Ach komm. Ach, sowas ist scheiße. Kann man denn das besser machen? Mit Anlauf dahin rollen oder so? Beim ersten Mal hat es doch auch geklappt. Also nicht hinrollen. Ja doch, hinrollen. Ihr wisst, was ich meine. Also hier hinten hin und dann so mit Schwung. Ja, genau. Dass man ein bisschen besser auf dem Sprungpad landet. Ach, je. Was machen wir jetzt wieder? Jetzt schieben wir uns hier was ran. Ja. Gut, haben wir ja schon. Oh, da unten geht ordentlich was ab. Ah. Einmal noch rum. Komm, 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 komm. Andocken. Oh. Oh, das ist doch... Ich weiß nicht, hört man's? Ich halte mal den Controller ans Mikro. Es ist ein ordentliches Vibriere hier. Es haut mir... Ah, es haut mir fast die Finger vom Controller runter. Los, mach! Ich bin bereit. Speicherpunkt, okay. Da ist nix. Hier ist was. Achso, jetzt drehe ich mir wieder hier die Rolle hin. Ich muss darüber, um mir wahrscheinlich einen Zwischenweg zu schaffen. Oh, ich will ja auch zum Stern. Also erstmal geht nur das, würde ich sagen. So. Ah, das ist auch nett gemacht. das habe ich nicht so nett gemacht. Bisschen mehr so. So, jetzt drehen wir uns das schön. Wie krieg ich denn den Stern? Kann ich da... Achso, ich kann ja über die Ecke rüberlaufen, denke ich mal. Das erfordert jetzt keinen extra Weg, sondern einfach nur ein bisschen abkürzen. Ein Fuß, okay. Ich bin der Gruppenführer, ich habe meine Mannschaft während des Sturms verloren. Kannst du mir helfen, die Tür zu öffnen? Meine Crewmitglieder müssen in der Nähe sein. Bitte hilf mir, sie zu finden. Ja, gleich. Erstmal helfe ich mir selbst, Münzen zu finden. So. Was brauchen wir denn? Einen Fuß. Okay. Hier hast du einen Fuß. Und dann geht's weiter. Durchhalten, ich komme. Ach ja, hier musste man... Ui, mit Schwung. Zwei Füße. Oh, Moment mal. Scheiße. Wo ist denn hier der Trick? Ich kann hier auch noch kurbeln. Hier ist einiges. Ach so, ich muss sie... Ah, das gehört schon dazu. Ich muss sie alle sammeln. Wo bist du, Sir? Sie haben alle ihre Mützchen, wie schön. Na komm, schaffe ich das? Ja.
Was mache ich denn hier? Ihn freilassen. Okay. Oh, ich habe den Hebel direkt abgebrochen. Was für eine Wiedervereinigung, sagt er. Ups. Okay, dann mache ich euch jetzt auf, Freunde. Hopp. Das hätte natürlich noch keiner von euch selbst geschafft. An alle, es kann losgehen. Oh, muss man hier schnell sein? Nein. Wie sie alle laufen. Wie süß. Ich komme auch mit. Halt, wartet auf mich. Brumm, brumm. Speicherpunkt. Und gibt es hier noch eine Ansage? Bleib weg von... Ah, wenn er schon sagt, bleib weg von mir, ne? Ist klar. Bleib du weg von mir. Genau, da haut er auch schon ab. Und wieder neu da. Wie die Flucht ergreifen, ist immer so lustig. Soll ich ein bisschen nachhelfen, ne? Oh, ich kann nicht nachhelfen. Wow. Das ist jetzt ja fies. Na komm. Oh Gott, ist das fies. Es tut mir leid. Da ist es dahin. Da hat sie ihn dahin gerafft. So, hier hinten ist doch nichts mehr. Ah, oh. So wollte ich es nicht ausprobieren. Ach, jetzt weiß ich auch wieder ungefähr, wo das war. Das war in einer Koop-Kampagne, wo die Kamera so verrückt gespielt hat. Oh, wow. Aha. Oh. Oh. Das sieht fast so aus, als wenn es am Rand jetzt ein bisschen abgesichert ist, sogar durch die Wände. Muss ich mal schauen. Ach, die Wippe. Die Wippe. Okay. Okay, bisschen darüber. Ja, ist gar nicht so schlecht. Und wieder zurück. Ah. Oh, oh. Hey, bin ich gut oder bin ich gut? Das war ja gar nicht schwer. Okay, noch eine Fahrt machen. Gut. Ach, die Musik auch so schön, ne? Bisschen Ori-mäßig fast. Oh, hier kommt noch so einiges. Okay, ich gehe noch einen Schritt weiter. Manchmal hat man das Gefühl, schöne Musik ist so einfach zu machen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Aber manche Spiele haben echt wunderschöne Musik. Ah, okay, jetzt muss ich mir das zurechtdrehen. Ja, das ist cool. Das ist praktisch das Gleiche, was wir im Koop hatten. Ah. Oh, was gar nicht so leicht ist, weil... Welcher Weg soll es denn sein eigentlich? Ah, halt, halt, halt. Das ist echt gar nicht so leicht. Bisschen in die Richtung. Muss ja den hinteren Weg finden. Also den kompletten Weg. Ich glaube, jetzt habe ich ihn ein Stückchen noch. Das sollte doch klappen. Ja, das sah jetzt vielleicht einfacher aus, als es war. Das erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl. Habe ich am Ende noch einen Stern übersehen? Konnte ich leider gerade nicht drauf achten. Aber wenn, dann ist dem so. Dann verzeiht es mir. Vielleicht kommt er auch hier. Na toll, gleiche Übung. Nur jetzt auf der Seite. Oh, man muss gleichzeitig aufpassen, dass man nicht selber runterfällt hier. Ah. Ah, da kommt's. Moment. Ja, das passt doch. Also auf die Schnelle habe ich jetzt keinen Stern gesehen. Ah, oh, oh. Das Gute ist, man kann hier noch sich ein bisschen an den Rand dran stöpseln, ohne dass man gleich runterfällt oder abrutscht. Puh. Und den noch. Muss nochmal hier hinten gucken. Aber wahrscheinlich ist hier nichts. Wie er immer rückwärts läuft. Oder sie. Das eine ist ja auch ein weiblicher Charakter. Und das andere war, also zumindest Aku und Sila hießen sie, ne? Also ich nehme mal an, das hier ist Sila. So mal frei nach dem Farbklischee. Oh, die Musik. Voll schön. Okay, komm, was kommt denn hier noch? Ein Speicherpunkt. Zwei Karöttchen.
habe ehrlich gesagt gerade das Problem, dass ich davon ausgehe, dass wir hier in den letzten Zügen liegen. Und ich wieder da angekommen bin, wo die Folge länger wird, wenn ich sie... Oh, erstmal laufen. Moment. Wenn ich sie nicht schneiden will. Dass ich dann überlege, ob ich den letzten Rest jetzt noch mache. Oder dann wieder was cutten muss, was immer blöd ist. Aber da ist man nicht vorgefeit bei Let's Plays. So, Momentchen mal. Oh, ah, oh. Ach nee, jetzt muss ich hier hin und her latschen. Oh, das ist natürlich eine Menge Ackerei hier. Aber die... Oh shit. Die gehen ja automatisch da drin. Hätte ich mir den einfach mal einstellen müssen, ne? Ich hab den einfach zurückgelassen hier. So geht's jetzt da rein. Punkt. Okay, Gucken wir mal. Oh shit. Ah. Gar nicht so leicht. Okay, also wieder reinlaufen lassen. Dann, oh shit. Ah. Jetzt muss er irgendwie, ah, scheiße. Nein! Hm. Okay, einmal reinlaufen lassen, dann, oh. Das kann ja jetzt was werden, das kann ja jetzt was werden. Hey! Was? Ich bin nicht mehr eingehakt, Hilfe. So, jetzt darüber. Na komm, nein. Oh. Ich habe noch keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich probiere mich gerade aus. Mann, falsche Seite, so rum. So, und dann so. Ich will den erstmal da reinbekommen. So, und dann müssen wir... Nein! Wie machen wir es denn am Ende? Ich gucke jetzt gerade mal rechts. Wie muss denn der da... Der muss dann so hoch irgendwie. Keine Ahnung. Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend. Aber ich bin sicher, es ist irgendwie das letzte Rätsel. Naja, ich bin nicht sicher, aber fast. So. Ja. Nein! Falsch rumgedreht! Scheiße, das wär's gewesen. Oh Mann. Oh shit. Was? Ah, hat wieder nicht gegriffen. Oh Mann. Oh, das ist mies. Ah, okay. Das müsste jetzt klappen. Und jetzt richtig rum. Nein. So drehen. Was muss ich denn da dann machen? Erstmal loslassen. Die Münzen sind mir egal, ne? Könnt ihr mir glauben. Also auf die kommt es jetzt echt nicht an. Moment, so rum. Ach so, eigentlich hätte ich das schon vorbereiten können. Ah, Moment, ich... Lass das genau so. Das müsste doch jetzt klappen. Jetzt langsam runter. Oder auch schnell runter, so, ehrlich gesagt. Puh. What? Ich wollte noch hier gucken. Okay, ich mach hier nochmal einen Cut. Vielleicht kommen ja auch Bonus-Levels. Juhu. Ich habe jetzt mal nicht irgendwie was geändert. Weder Mütze noch Charakter, weil ich hier gerade nicht so den geeigneten Speicherpunkt habe. Und ich bin froh, dass ich das geschafft habe, auch wenn ich da 3 Münzen zurücklasse, wie man da oben sieht. Hey, Kamera. Naja, ihr habt es gesehen. Ist mir egal. Ich will wissen, was jetzt hier noch kommt. Wird es die letzte Folge sein oder wird es noch massig Pro-Levels geben? Auf jeden Fall müsste doch jetzt... Da sind die Münzen. Jetzt könnt ihr sie nochmal sehen. Müsste doch jetzt so langsam mal ein Leuchtfeuer... Oh, da ist es doch. Hätte ich wissen können. Ich kann das alleine tun, heißt die Errungenschaft, die ihr vermutlich nicht seht. So, Leuchtfeuer dann doch wohl jetzt genau bei 100%. Nicht alle Sterne bekommen. Ah. Ja, und das war's. Das werden wir noch an die vorige Folge rangeschnitten haben, beziehungsweise das wird die letzte Folge sein. Und was ich jetzt nochmal machen kann, ist die Credits laufen lassen, denn die bin ich euch noch schuldig. Ist das nicht schön? Bisschen Eislauf.
Ja, die kamen irgendwie gar nicht automatisch. Am Ende keiner Kampagne, weder Koop noch Solo. Und wir hören jetzt schöne spanische Musik. Enjoy, ich melde mich später nochmal. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, ich habe jetzt hier wirklich nichts gesteuert. Läuft alles von selber ab. Oh, und startet wieder neu. Okay. Na dann, kann ich noch kurz drüber quatschen. Damit sind wir dann aber auch durch mit Biped. Komplett jetzt Koop und Solo abgeschlossen. Mein Fazit habe ich zwischendurch schon geäußert. Ja, der Solo-Modus leider ein bisschen buggy. Hat auch schöne Ideen drin gehabt, aber ich würde sagen, wenn man es nicht im Koop spielt, dann hat man so viel verpasst. Und ob sich es alleine nur im Singleplayer lohnt, bezweifle ich fast. Ich habe es jetzt natürlich in der Reihenfolge gespielt, dass der hinten dran kam und dann nicht mehr so beeindrucken konnte, nachdem man schon so einen irren Spaß hatte im Koop. Aber lohnen tut sich das Spiel auf jeden Fall. Also dicke Empfehlung von mir und bedanke mich ganz dolle bei denjenigen, die bis zum Schluss dran geblieben sind und mich auch noch solo ertragen haben hier. Und damit wär's das mit Biped, wie gesagt. Wir sehen uns dann woanders wieder. Und auch an der Stelle nochmal den Hinweis, auch wenn es jetzt schon wieder etliche Folgen her ist, aber klickt auch bei der Manari rein. Ich werde sie in der kompletten Playlist, also unter jedem einzelnen Video, in die Videobeschreibung gepackt haben. Da könnt ihr, wo auch immer ihr wollt, da mal reinklicken. Dann seid ihr auf ihrem Kanal und da gibt's tolle Sachen zu sehen. In erster Linie Manari selbst. Naja, sehen kann man sie nicht, hören kann man sie, aber das ist schon toll genug, wie ich finde. Also, klickt da rein und klickt natürlich auch bei mir zukünftig mal wieder rein. Das ist natürlich genauso fein. Und dann sehen wir uns woanders wieder. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und tschüss.